Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Culling. Mit dabei der Matze. Servus. Und bist du schon drin? Ja. Okay, genau, The Culling, für die, die es nicht kennen, so eine Art Hunger Games, Survival of the Fittest mäßig. Und wir starten einfach mal. Links unten sehen wir, ich habe gerade aktuell 12. Matze, wie viel hast du? 1. 1, okay, das sind die Funk. Mit Funk, die brauchen wir, um zu craften sozusagen. Für blaue Kisten braucht man 50 Funk. Für Airdrops, die man sich rufen lassen kann, so eine Drohnen kommen dann, braucht man 125. Und ansonsten halt immer ein bisschen, um Sachen zu craften. So, ich habe noch keine Waffe. Ich bin noch ganz arm dran gerade. Variiert aber auch das Funk für die Airdrops. Echt? Zwischen 85 und 125. Okay. Okay, ich höre schon draußen einlaufen. Bei mir auch. Ich glaube, das sind sogar zwei. Sie sind drin. Ich gehe mal lieber. Wo ist denn der Matze? Da hinten. Ich habe einen Man-Tracker. Er ist sogar über 100 Meter von mir entfernt. Sehr gut. Ja, es bei denen kommt es halt immer drauf an, wenn du den Random-Ding nimmst, kommst du 85. Normalen kosten 100 und den, wo du zum Beispiel hast, mit dem Vorschlaghammer, der kostet 125. Ist der teuerste. Okay, ich habe Dynamit gefunden. So richtiges Dynamit. So, ich komme erstmal zu dir. Bei mir ist hier gar nichts. Treffen wir uns jetzt ein Funk, um Dynamit herzustellen. Okay, hier ist das nächste Gebäude. Das ist aber immer sehr beliebt. Ich habe immer noch keine Waffe. Ich brauche unbedingt mal einen Stein. Gib mir einen Stein. Wenigstens mal einen Speer zaubern. So, das. Tausche ich halt einen Stein ein. Ist mir doch egal. So, jetzt könnten wir die da rauslocken oder wir gehen mal reingucken. Ich mach mehr Dynamit und dann komme ich zu dir. Das sind ja nur 240 Meter. Wir ärgern die mal. So, hab Dynamit und komm jetzt zu dir. Ja, ich komme auch zu dir. Ich habe hier mal den Gasbehälter geöffnet. Um die da aus dem Gebäude zu treiben, falls da jemand drin ist. Warst du da oben in dem Gebäude? Ja, da war ich drin, da war nichts Scheiß drin. Okay, das ist aber auch leer. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin am besten? Rechts über die Brücke oder was? Hier ist ein Funkbehälter. Ne, wo nimm mit? Was? Achso, weil du den Gasbehälter aufgemacht hast. Ja, der ist innen drin erstickt. Ja, würde ich sagen, mal reinschauen, wenn das Gas weg ist. Auf jeden. Ist der doof. Ja, wenn man ganz drin ist. Warte mal, hier drüben müsste noch. Also sind die auch immer random? Die grünen immer Kisten? Random. Hier lagen auch immer grüne Kisten in dem Dschungel hier. Ist nie alles gleich. Auch die ganzen Ölbehälter und so. Die Ölkanister. Okay. Auch die Gaskanister sind niemals gleich. Die haben immer Spots, aber die ändern sich von Match zu Match immer auf den Spots. Das Gas ist weg. Schauen wir mal rein, wer für ein Loot hatte. Schau mal, Man-Tracker. Hier ist auch ein Fass drin. Über 100 Meter. Okay, Ernst. Sehr gut. Wo war denn hier jemand? Auf dem Dach? Oder wo? Oben so ein Funkbehälter. Hier ist ein Loot Crate, dann öffne ich mal. Eine Granate. Die Frage ist, wo ist der jetzt gestorben? Oh, warst du das? Hast du weggeschmissen? Ja. Okay. War ich. Hey, wo ist der denn dann gestorben, wenn der. Vielleicht ist er hier runtergesprungen irgendwo? Im Wald oder so? Tausche ich was ein? Mach erstmal Rüstung. Die Frage ist, wenn ich mir jetzt Rüstung mache, ob das so schlau ist. Wenn ich mir eh gleich einen Airdrop anfordere. Dann würde ich warten. Nee, es dauert mir noch zu lange. Hier ist er gestorben, glaube ich. Hier liegt eine Leiche zumindest. Aber der hat bestimmt nichts. Aber der wird's hier gewesen sein.
Okay. Ja, da sieht man, die Gasbehälter sind gar nicht so ohne. Ja. Ja, vor allem, weil der in die falsche Richtung gerannt ist. Der ist auf dem Gasbehälter wohl gezündet, hast du zugerannt. Der ist hier unten gestorben. Straße. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir mal. Da oben mal auf dem Berg schauen, ob da jemand war. Stimmt, da das oben sind ist ja so meistens nie welche. Ja, so eine unbekannte Location. Ich könnte mir mal noch einen Bogen machen. Das scheint sogar, als wäre da oben jemand. Na, das werden die beiden sein. Hier in dem Haus da rechts war ich. Ich hab da oben auf dem Berg ist einer. Frage ist, legen wir uns jetzt mit denen an? Also ich hab zwei, sag ich mal, Stun-Granaten. Eine Stun-Granate und ein Dynamit. Stun-Granate wäre richtig fähig, dann hau ich das Dynamit dahin und dann... Müsste natürlich auch treffen. Hey, die sind gar nicht hier oben, wo sind denn die? Okay, hier ist aber die Tür offen. Da schau du trotzdem mal rein, ob irgendwas neu gespawnt ist oder ob die was zurückgelassen haben. Nee, alles leer. Hier irgendwo hier hinten im Wald. Rand der Map. Die Frage ist, mach ich mir jetzt einen Bogen? Ja, ich mache mir jetzt einen Bogen. Weil in dem Airdrop ja mein Hammer drin ist. Komm auf uns zu. Wo? Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Am Haus. Von wo kommen die? Vom Rand der Welt, 50 Meter. Wir kommen jetzt da gleich den Berg hoch. Da sind sie. Wo ist der hin? Der steht da hinter dem. Ich glaube, der ist runtergesprungen. Nee, Erna steht hier hinter dem. Schaffst du's? Ich habe keine Nahkampfwaffe. Na, wo ist der? Hier kommt einer hoch. Nee, doch nicht. Der rennt da irgendwo rum. Da ist er. Der geht ins Haus. Hab ihn erwischt. Sens. Pass auf, hinter dir, Mats. Ja, mach an das Ding. Ah, warst du das? Ja. Pass auf, das kommt. Hat die Tür nicht öffnen. Mach mal Tür auf. Haben die noch einen anderen Ausgang? Nee. Mach auf. Hast du angezündet? Ja, jetzt. Geht die Tür nicht auf. Ein bisschen raus. Ich hab gar keine Waffe gefangen. Pass auf. Können da nicht raus. Warte, dann komm her, dann komm her. Lass das Ding anmachen. Ich hab keine Waffe, ey, das nervt mich. Ich brauche eine Waffe. Mats, ich bin jetzt nicht bei dir. Ah, verdammt. Warte, ich mach den Gasbehälter an. Ja, ja, das meine ich ja. Aber dann komm in meine Richtung. Ben. Komm auf uns zu. Die sterben, der steckt 100 pro. Komm hier unten gleich den nächsten anmachen. Er ist hier, der kämpft. Hab ihn. Läuft. Hat er was? Ich glaube, der hat nur einen normalen Speer gehabt. Okay. Er hat mich einmal getroffen. Jetzt noch weiter hier runter oder kann ich mir schnell eine Bandage machen? Ich sollte gleich aufhören. War hier nicht auch irgendwo eine Höhle? Kann sein. Killt bei Matze. Killt bei Crossplay. Läuft. Ja, man muss dazu sagen, Matze hat das Spiel auch erst seit gestern. Aber dafür geht's einigermaßen. nee, dafür spielt er schon echt gut. Da merkt man die Survival of the Fittest Vorerfahrung. Und die so. Suchterfahrung über Nacht. Und diese, ja. Wir sollten mal gucken, vielleicht finden wir noch. Oh, du rennst einfach weg. Ich hab da einen Stock gesucht.
Okay, es ist weg. Ich hole mir mal den sein Speer. Hier liegt er. Ja, nur normaler Speer. Da müsste er sein Kumpel. Ah, der ist bestimmt zur anderen Seite gelaufen. Na, der wird weg sein. Weil der wurde, ist nicht gestorben. Hast du den Mantracker noch? Ja. Über 100 Meter ist dann extrem entfernt. Die haben mir Fallen gelegt. Ich baue die mal ab. Ah, kann ich nicht. Den Speer wegwerfen. Hier ist nochmal Funk. Kann ich gleich einen Airdrop buchen, wenn es so weitergeht. Tja, die wollten wirklich, dass wir... Oh, wir hätten die von außen killen können, schade. Hab ich probiert. Wow. Oh. Eine Claymore gelegt, die Wichser. Ist auch fies. Und wieder eine Bandage. Nein. Das ist auch fies. Das macht extrem Damage. Einfach mal 70 live weg. Boah, ein Fang nur für so eine Falle? Nö. Hm, was packe ich denn jetzt weg? Stamina Boost und dass ich schneller rennen kann. Ich mache mir jetzt lieber eine Rüstung und heile mich mit Funk hoch. Wie viel Funk hast denn du? 84. Ah. 70. Jetzt mache ich gleich noch eine Rüstung. Das ist noch Stream ist auch noch ein Haus. Wenn wir da rüber gehen? Mal gleich machen. Muss halt echt aufpassen, wenn wir über die Brücke laufen. Die ist heimtückisch. Ja, aber lass mich erst hier am Welt hochheilen. Sonst bin ich vor One-Hit mit einer Waffe tot. In einer Minute ist es Center Kill. Was ich auch noch nicht ausprobiert habe. Funktioniert nicht. Gehen wir jetzt drüber, oder? Oh, das war der Typ, der gestorben, den du, also der noch übrig war. Wo bist du jetzt? Ah, da. Müssen halt aufpassen. Weiß nicht, ob du das schon weißt. Die Brücke, die klappt nach unten auf, wenn man dagegen wirft. Echt? Mhm. Also wenn jetzt ein Gegner dagegen wirft. Wusste ich noch gar nicht, dass das geht. Immer diese Dinger, wo die blauen Streifen sind, sozusagen. Also wenn du da, wo du jetzt stehst. Diesen Zahnrädern oder so. Na. Hier ist lauter Funk. Und Blut, ja genau da unten. Ah, hier oben ist auch beliebt. Ich glaube, da wurde sogar in der Nähe von uns aktiviert, oder? Hast du Mantracker? Mal. Komm erst mal hoch. 100 plus Meter. Naja, aber hier oben sieht es vielleicht wieder anders aus. Weil hier oben die Gebäude sind auch sehr beliebt, weil hier sehr viel Loot ist. Ich. Nochmal hier oben. 100 Meter nach. Ui, Norden. Hast du noch einen Dynamitnehmer? Boah, Machete läuft. Hier war echt noch keiner. Dynamit bräuchten wir schnell. Ich schau mal, ob ich hier irgendwo einen Gaskanister finde. Und immer mal auf den Mantracker gucken. Ja, Black Knuckles. Okay, war echt keiner. 100 Meter nach Nordosten. Boah, hier können wir auf jeden Fall eintauschen. Warte mal, ich mach das ganz einfach. Bleib du mal da stehen. Vorsicht! Spart nämlich Weg. Hier ist eine Bandage, hast du volles Leben? Ja. Oh oh, Kettensäge. Komm ins Haus. Der kommt hier rum. Komm ins Haus. Nein, nein! Der war schneller als ich. Wow. Das ist gemein. Und die kannst du nicht mal abblocken, wa? Nee. Nein, da ist ein zweiter. Ah, jetzt hat er dich mit Kotze. Boah, wo hat denn die so schnell her? Der bestimmt irgendwo gefunden. Der geht mich looten. Der mit der Chainsaw, der andere verfolgt dich. Low Forest! Oh Gott, oh man. Oh, oh, it burns.
Ah, der lootet mich. Wenn einfach der... Er kriegt dich nicht mehr. Also der versucht dich jetzt noch zu hitten. Aber kriegt er nicht. Der bleibt stehen auch. Mist, ey, hat er mich mit der Chainsaw zerhackstückelt. Das ist auch gemein, weil du da nicht wegkommst. So hat er dich nicht blocken. Das war echt eine Millisekunde, da hätte ich die Falle gelegt, dann hätte er da drin gehangen. Ja. War noch so schön am Looten. Ja, mal gucken, wie weit der Matze noch kommt. Gar nichts. Ach klar, sind noch gute Teams dabei, ey. Wo hat er die Chainsaw her? Auch aus so einem Airdrop oder was? Anstellen. Wo finden? Glück gehabt, würde ich sagen. Wie viel hast du hier für Fang? 4-6 Stück. Na. Muss am besten noch kurz warten. Dann du kriegst ja auch mit der Zeit Fang. Oder du machst dir noch ein Pusteröhrchen. Ich brauche hier Munition fürs Pusterreichen und ich will noch einen Bogen haben, Jan. Soll gerne haben. Okay. Schade, schade. Aber nun ja, Matze lebt noch. Wir können zugucken, das finde ich halt ganz cool. Dann kann man auch so ein bisschen den Rücken frei halten. Nirgends mehr rein oder muss ich jetzt echt abbauen? Ich bin gespannt, wann es denn dort auch eine Rank Liga gibt. Oh, bin ich auch mal gespannt. Drüben ist auf jeden Fall noch ein Funkbehälter. Dann hättest du das Problem mit dem Funk nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich kriege. Du meinst welchen Behälter? Probier es jetzt einfach mal, weil ich glaube, ich habe den Archer-Behälter drin. Mal gucken, da oben kommt schon das Gas. Hm, schwierig. Wenn, dann nehme ich den da hinten in der Nähe von der Mitte. Habe ich mehr Zeit. Den erkennen halt aber auch viele. Bäm, das sind ja drei Stück fehlen. Ja, dann wird es nichts mehr, bis ich die Funk jetzt bekomme. Na. Ja, das Gas ist hier schon. Bis der Behälter dann herkommt. Ja, stimmt schon. Aber du hast gut mit dem Man-Tracker. Dann kannst du die gut aufeinander zulotsen. Und gegeneinander erstmal kämpfen lassen. Genau, wenn man gegen Holz haut, kriegt man halt Holz raus. Müsste gleich rausfallen, genau. Fünfmal schlagen, glaube ich. Und wenn man auf Holzboden haut, also der graue, den ihr da hinten seht. Steinboden. Meine ich ja, Steinboden. Dann kriegt ihr Steine. Pass auf, das Gas kommt. Das kommt sehr schnell, pass auf. Oh oh. Okay, guck mal, wo die sich alle rumtreiben. Hier raushauen. Was dürfte? Da ist der mit der Chainsaw, der legt schon wieder gut los. Ja, da hinten. Man sieht es im Hintergrund rechts, sieht man. Boah, der macht den voll kaputt. Okay, in der Mitte ist auch einer, Vorsicht. Am besten du bleibst da erstmal kurz. Auch noch. With the Chainsaw. Wie viele Kids hat er denn? Der Kommentator. Pass auf, die haben dich gesehen, die haben dich gesehen. In der Mitte, pass auf, der schießt. Bam. Mann. Wollt mich noch heilen und ich wollte noch Munition herstellen. Ich will mich nicht in Ruhe lassen. Wir kommen auf dich zu. Okay, guck mal auf den Man-Tracker, bleib mal da. Die kommen nicht. Die kommen auf mich zu. Fern sich wieder. Wir stehen noch da hinten, wo man den Airdrop rufen kann. Bleib auf jeden Fall von dem mit der Chainsaw weg. Wo das ist der? Das ist der. Der Easy U zu. Wollte noch eine Bandage und Munition. Komm, das schaffst du hier hinten. Guck auf den Man-Tracker, ob jemand bei dir in der Nähe ist und dann. Guck mal in der Zeit. Du hast ja dieses Schleichen von Anfang an, aber ob man da, wenn du gegen Bäume haust, das dürfen die trotzdem hören, wa? Ja, das hören sie trotzdem. Okay, reicht erstmal. Guck mal nochmal Man-Tracker dann. Der mit der Chainsaw, der hat ein Riesenglück, ey.
Aber du musst auch erstmal rankommen, das ist. Die können dir ja auf der Hand schlagen. Ja, aber. Wobei Chainsaw, ich hab den ja auch geschlagen und trotzdem. Ja, vielleicht was draufwerfen, bevor er es benutzt. Hast du nicht schon volles Leben? Achso, ja, Pfeile. Pfeile noch. Okay. Guck mal, Mantracker. Entfernt, oder was? Ja. Über 100 Meter. Wie viel leben denn noch? Du und noch ein Zweier, also zwei Zweier-Teams. Ja, musst du schön den mit der Chainsaw alles machen lassen und von Weitem draufschießen auf den mit der Chainsaw, dann hast du eine Chance. Vielleicht schaffst du noch Dynamit zu machen, aber jetzt keine Kiste, kein Fass irgendwo, wa? Dynamit ist in der Mitte halt richtig mies. Oh oh. Versteck dich irgendwo. Bleib da hier links, wo man ihn rufen kann. Pass auf, da geradezu sind sie. Rechts sind sie, geradezu. Ja, aber das kommt jetzt genau in die Mitte hin. Man ist bis zum äußersten Ring. Ja, zwei sind halt auf der anderen Seite von dir. Guck mal auf Mantracker. Der liegt schon los mit der Chainsaw. Wie gesagt, ich würde auf der Chainsaw schießen. Wenn du es schaffst. Pass auf, die kommen genau zu dir. Oh, eine Waffe haben die auch noch. Wo sind die denn? Da oben ist der Kettensägen-Typ. Komm, getroffen. Komm weiter, schieß, schieß. Bäm. Pass auf, da kommt einer. Pass auf, hinter dir, hinter dir. Will ich ihn helfen und pass auf, nee, los, mach hin. Das ist noch ein Zweierteam, die leben. Hilf dem Einzelnen. Ich guck hinter dir. Hinter dir ist keiner. Na, pass auf wegen der Munition. Wie viel hast du noch? Pass auf, unten in der Mitte ist einer. Unten in der Mitte. Unten rechts von dir. Er ist der einzelne Typ. Sicher? Ja, stimmt. Der müsste jetzt mit dir zusammenarbeiten natürlich, aber da, Chainsaw. Schieß, schieß. Ah. Fein er mit seinem Mann. Pass auf, der wirft. Schön. Jetzt kotzt er schon mal rum. Die wollen dich. Ah, der kommt nicht mehr hoch. Stimmt, die kommen nicht mehr hoch, glaube ich. Gibt keinen Aufgang mehr, ohne durchs Gas zu laufen. Oh, geil, schieß die, komm. Brauchst natürlich aufpassen, der mit seinem Blaseröhrchen. Darfst jetzt nur nicht runterfallen. Die müssen aber hoch, weil wenn jetzt gleich Phase 3 beginnt, geht es bis hier in die Mitte. Ich weiß, aber dann... Du musst nicht runterfallen jetzt. Ne, die müssen nicht hoch, die können auch unten in der Mitte bleiben, aber dann brauchst du auf jeden Fall Munition. Ah, der schießt auch. Ah. Was hast du noch dabei? Nur einen Stock, sehe ich. Und Blasrohr. Ah, sehr schön. Hat er noch einen Stock dabei gehabt. Guck mal, Blasrohr, hast du da noch Muni? Ein Schuss. Komm, den triffst du. Bäm, sehr schön. Immer wenn der kotzt, anschießen. Schade. Ich frage, wie weit sich das schließt. Weil ich werde jetzt runtergedrückt. Ja, ja, du musst gleich. Ah. Ah, raus aus dem Gas. Aber du bist Zweiter geworden.
Der eine hat ihn sogar noch gekillt. Der ist gestorben. Und du bist durch die Map gebuggt. Ja, dann war doch super. Erste Folge. Noch 6 Sekunden wären es gewesen. Ja, dann lasst mal in den Kommentaren da, wie euch das gefallen hat. Dann machen wir noch ein paar mehr Runden. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.